lauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück bei Yonder the Cloudcatcher Chronicles. Letztes Mal habe ich beim Angelwettbewerb nicht mitgemacht. Dieses Mal werde ich mein Glück versuchen. Auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass wir nicht gewinnen. Aber nur so zum Spaß machen wir natürlich nicht. Wir machen mit. Fischlein, Fischlein, klein, magst du nicht an meinem Haken sein? Bist du dick oder schmal? Wenn du am Haken hängst, ist es egal. Bist du wegen dem Angelwettbewerb hier? Um zu gewinnen, musst du mehr Fische fangen als alle anderen. Natürlich, wir nehmen das mal an. Wir versuchen es in 3 Minuten, die meisten Fische. Das sieht ja aber nach sehr viel Strömung aus für Fische. Ihr wisst also jetzt, was 3 Minuten kommt. Erstmal angeln und danach machen wir ein paar Quests. Hallo? Fische? Da ist ein Fisch. Da ist ein Fisch. Hier. Hey, komm her. Fisch. Fisch. Mehr Fisch. Fisch, Fisch. Da, Fisch, Fisch. Tja, irgendeiner wird schon irgendwann anbeißen, hoffe ich. So, jetzt haben wir es. Wie gesagt, man kann mit der Maus, das finde ich ziemlich gut. Auch wenn irgendwann mein Mauspad zu Ende geht, würde ich einfach wieder zurück. Yay, da haben wir den ersten Fisch. Ein Spitzenfisch, den hatten wir noch gar nicht. Sehr gut. Und direkt wieder rein. Ein bisschen raus und hoffen, dass wir... Oh, ich wette, andere ziehen da am laufenden Band welche raus. Vielleicht können wir aber auch noch besser werden, was das Angeln angeht. So, bitte zuschnappen, kleiner Fisch. Ah ja, ist ja schon sehr gut. Und vor allem stelle ich mich manchmal noch ein bisschen doof an mit dem Einholen der Angel. So, da haben wir aber den nächsten. Ein Geisterfisch. Auch ein neuer Fisch. Sehr gut. Und natürlich direkt nochmal rein ins Wasser unsere Angel. Und ich gebe nicht auf. Nein, nein. Einmal erst habe ich aufgegeben beim Angeln. Ihr erinnert euch, da haben wir versehentlich... Da drüben ist ein Fischilein. Da haben wir ganz aus Versehen die Angel hinter ein Holztor geschmissen. Das war natürlich so nicht geplant. Und der nächste, ein Dipfisch wieder. Und zwar ein ziemlich kleiner. Und natürlich nochmal rein die Angel. Wir haben noch über 1 Minute. Da geht noch was. Wir haben erst 3 Fische gefangen. Aber immerhin 2 neue Fischsorten. Das freut mich. Und es kommt ja nicht auf die Größe an. Es hieß nur die meisten Fische. Das heißt, mir kann es relativ egal sein, ob die groß oder klein sind. Noch ein Dipfisch. Und natürlich angeln wir munter weiter. Allein schon, um mal zu sehen, wie viel die anderen so rausholen und was wir irgendwann schlagen müssen. Oh, da ist ein Riesenfisch. Den will ich haben, bitte. Ich fürchte zwar, das ist nicht das Klügste für den Wettbewerb, die Großen rauszuziehen. Weil die Großen eventuell auch etwas wehrhafter sind als die kleinen Dipfischis. Aber trotzdem will ich den natürlich haben. Wow, der ist riesig. Ein Fulgurfisch. Und wie hübsch der ist. Wow, aber die können auch noch viel, viel größer werden. 44 Sekunden noch. Da ist wieder ein Fisch. Na komm, beiß zu. Beiß zu. Beiß einer zu. Bitte, bitte. Dankeschön. Das ist wieder ein ganz, ganz kleiner. Vermutlich wieder ein Dipfisch. So. Ein alter Stiefel. Och, nö. Gilt das auch als Fisch, wenn ich einen alten Stiefel hier rausziehe? Mal gucken wir mal, was der nächste Fisch ist. Ob wir überhaupt noch einen kriegen innerhalb der 20... Knapp 20... So, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Komm schon, komm schon, komm schon. Yay, den haben wir auch erwischt. Noch ein Dipfisch. Und natürlich versuchen wir es nochmal, auch wenn ich nicht glaube, dass ich in den paar Sekunden nochmal einen Fisch raushole. 4, 3, 2, 1. Da taucht nicht mal mehr einer auf. Na gut. Was für ein Fang. Du hast den... Oh, wir haben ihn gewonnen. Wie cool. Du hast den Wettbewerb gewonnen. Da haben wir uns einen echten Meisterfischer geangelt. Aufgabe abgeschlossen. Angle. Yay. Das ist ja super. Sieg ohne Wettbewerb. Da war gerade ein Achievement. Was will der jetzt noch? Sag bloß, vermutlich kann ich nochmal mitmachen, oder? Ja, das kennen wir ja schon. Wenn ich das ein sehr süßes Gedicht finde. Ich würde aber sagen, einmal reicht für einen Moment. Oh, das war toll. So, was könnten wir jetzt machen? Wir haben immer noch Samen, die wir pflanzen können. Und hier hinten hatte ich gestern noch irgendwo noch... Neben den süßen, süßen Schweinchen, genau hier. Nein, da habe ich auch schon was gepflanzt. Ich dachte, das hätte ich eventuell... übersehen. Na gut. Ich gehe mal eben schnell auf unsere Sammlung und schaue mir da unsere Fische an, die wir hatten. Damit, das war das Album hier. Hier, Fische. Was haben wir denn da gefunden? Den Spitzenfisch. Weit verbreiteter Fisch
In Flüssen heißt so wegen seiner an der Spitze... Was? Nein. An Spitze erinnernden Flossen. Ich kann ihn aber leider nicht drehen. Schade. Der Nackelfisch, da hatten wir ja eine Quest für. Der Geisterfisch. Ein wertvoller Süßwasserfisch. Legenden behaupten, er wäre aus einem vom Himmel gefallenen glühenden Stein geboren worden. Der alte Stiefel riecht nicht gut. Den Goldglücksfisch hatten wir schon, aber wir hatten noch mehr. Genau, wir haben den Fulgurfisch gefangen. Der faszinierende Fulgur. Erscheint bei Stürmen oder stürmt es, wenn er erscheint? Wunderbar, wir haben schon 7 gefunden. Eine von 5 Konstellationen. 4 von 9 Tierchen hier. So viele sind es noch. Oder sind das nur die, die in... Nee, die können überall erscheinen. Macht aber nichts. Wir machen mal weiter. Moment, jetzt habe ich es falsch gemacht. Ich wollte eigentlich die Quests durchgehen. Den Hof können wir noch nicht reparieren, weil uns ein Geist fehlt. Aber den Nackelfisch können wir bei Theodor abgeben. Schneiderset Rotbeerensamen müssen wir auch noch suchen. Wir brauchen noch Stöcke. Da habe ich ja so viel gemacht, dass wir jetzt nicht mehr unbedingt genug Stöcke haben. Und ich muss schlau merklistig suchen. Aber erstmal geben wir eben den Nackelfisch ab. Moment, Escape, nicht nochmal Tab. So, dann gucken wir doch mal. Es geht in diese Richtung. Dann schauen wir doch mal, dass wir den finden. Das wäre ganz, ganz toll. Und natürlich möchte ich über kurz oder lang auch unbedingt noch eine von diesen kleinen Feen finden, damit wir unseren Hof uns holen können. Wenn wir aber hier schon mal entlanglaufen, sammeln wir natürlich alles ein, was wir finden. Ich sehe da eine Liane und daneben ist... Moment, Liane und... Oh, seht ihr das? Das ist eine kleine Katze. Hallo. Hallo, Kätzchen. Ich nehme dich mit. Du hast entdeckt Lila Rex. Yay. Eine Katze im Gebiet Fleckenwald gefunden. 6 sind noch übrig. Gucken wir doch mal, ob wir hier noch ein bisschen was anderes finden. Das war da, wo die Bambecks wohnen. Hier haben wir dieses süße kleine Rehwesen gehabt. Momentan bin ich aber gerade wirklich nur hinter die Janen her. Oh, und da hinten ist auch was. Ich würde es gerne direkt erkunden, aber ehrlich gesagt möchte ich jetzt auch unbedingt die Quest abgeben. Oh, und da können wir runterspringen natürlich. Yay! Uhu! Da sind wir unten. Und Theodor kann nicht mehr fern sein. Oh, da drüben sind die... Ich frag mich, was man so einem Groffel füttern muss. Damit wir übrigens da uns noch immer Holz fehlt, nee, Stöcke wieder fehlen, sammle ich jetzt einfach mal das hier ein. Vielleicht haben wir dann schon genug Stöcke für die eine Quest wieder zusammen. Und komplett weg mit dem Ding. Oh, da ist ein... Was war das denn? Da ist was drin gewesen. Und wir können ja auf jeden Fall wieder einen Samen anpflanzen. So. Wir haben immer noch welche. Sehr gut. Ein paar dürfen wir noch anpflanzen. Ich weiß übrigens nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber im Steam-Forum wird schon heiß diskutiert, was als nächstes für Sachen eingebaut werden sollen. Da ist das Gespräch von Häuschen, die wir uns selbst gestalten können, von Festivals, wenn man die ganzen Bewohner hier glücklich gemacht hat, von, was war's noch? Von Mounts, damit man sich ein bisschen schneller vielleicht fortbewegen kann oder allgemein einfach reiten kann. Und auch von Romance Options, die wir vielleicht bekommen werden. Und ganz ehrlich, ich möchte alles davon haben. Unbedingt. Ich bin so verliebt. Ich möchte einfach in Yonda einziehen. Ich möchte hier in Gemäa leben. Ich glaube, damit könnte ich ganz wunderbar klarkommen, wenn ich einfach in Gemäa zu Hause wäre. Hallo, du ahnst es vermutlich schon. Ich habe deinen Fisch gefunden, Theodor. Oh, du fantastischer Fisch. Erinnert mich an meine Jugend auf hoher See. Hier sind neue Kleider für dich. Die gebundene... Die Niete und die Langarmstola werden dir gut stehen. Yay! Dann gucke ich doch mal eben, was wir hier gefunden haben. Wir haben Klamotten bekommen, das heißt, wir dürfen unser Aussehen verändern. Was ich jetzt auch einfach mal machen würde, das müsste hier gehen. Ah, die Langarmstola, Moment. Ich glaube, einfach nur angehen. Okay, das. Und statt der Reisehose können wir jetzt die gebundene Die Niete anziehen. Sehr gut, haben wir uns umgezogen. Asche-Shampoo. Oh. Das verbraucht sich tatsächlich, wenn ich es benutze. Schade, ich hatte gehofft, dass man es immer wieder benutzen kann. Jetzt haben wir halt einmal graue Haare. Macht auch nichts. So, einmal graue Haare. Aschgraue Haare. Kann ich mitleben. Was kann man denn hier ertauschen? Hast du Shampoo oder sowas? Ich möchte gerne... Nee, hast du nicht. Du hast Bleierz, Kupfererz, Dipfisch, aber davon haben wir mehr als genug. Die Sichel. Wir haben uns ja...
Wir haben uns ja die Spitzhacke ertauscht. Und die würde ich natürlich auch ganz gerne irgendwann benutzen, um eben selbst Dinge abzubauen. Aber erstmal Düsternis entfernen. Wir müssten auch noch immer diesen Listing da finden. Und ich weiß leider nicht genau wo. Ich gehe eben mal kurz gucken. Dass wir schon mal das Richtige markiert haben, die richtige Quest. Finde die verwirrte Mannschaft, das müssen wir auch noch machen. Suche Hilfe in Fairmont. Markieren wir das hier mal, denn ich brauche noch. Sprich mit Schlaue McListig und repariere den Hof. Aber erst müssen wir die Düsternis entfernen. Trotzdem würde ich gerne mit Schlaue McListig sprechen. Die Frage ist, wo sich der befindet. Ich hoffe... Ah, da vorne sind die kleinen Fuchsis. Yay. Moment, was konnte ich da sammeln? Ton. Ich kann Ton sammeln. Ja, super. Nee, angeln möchte ich gerade ehrlich gesagt nicht. Da sind wieder die kleinen Grasfüchse. Hallo. Okay, die haben nichts dabei, was sie mögen. Sonst könnten wir sie vermutlich auch füttern. Ich guck mal eben, ob ich Schlaue McListig finde. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann laufen wir ein bisschen weiter rum und suchen einfach an den Hängen und so. Nach Dingen. Wir müssen noch Fässer finden, die wir kaputt machen können. Da ist was, da ist was. Hier. Genau dafür brauchen wir unsere Spitzhacke. Eisenerz haben wir gefunden. Sehr, sehr gut. Und da ist noch eine Liane, die wir sammeln können. Und ein Stein. Den Stein hacke ich nicht. Aber das finde ich jetzt gut, dass wir tatsächlich unsere Spitzhacke benutzen konnten. Ich weiß noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Büsche, also hier können wir ja Lianen sammeln, aber dass wir eventuell aus diesen Büschen noch irgendwas gewinnen können, wenn wir so eine Sichel uns ertauscht haben. Das ist der nette Opi. Schlaue McListig. Das heißt, Schlaue McListig müsste ja bestimmt auch irgendwo am Ostdock sein. Ich guck mal hier, ob hier schon wieder was Neues draufsteht. Nein, leider nicht. Er hat sicher auch keine neue Aufgabe für uns. Und natürlich mit meiner unglaublich guten Orientierung weiß ich auch nicht mehr genau, wo das Ostdock sich befunden hat. Wir laufen einfach ein bisschen rum. Kann ja auch nicht schaden. Da drüben sehe ich zum Beispiel Leuchten. Da würde ich ganz gerne hingehen. Bestimmt waren wir da. Waren wir da schon? Ist aber nicht der See wieder, oder? Bei meinem Glück ist es wieder der See. Ja, es ist wieder der See. Dann gucken wir ganz kurz auf die Karte, wo eigentlich das Ostdock ist. War das hier? Hier waren Tauschgeschäfte. Es könnte auch gut sein, dass es hier ist. Das heißt, wir laufen genau in die falsche Richtung. Und hier ist irgendein... Okay, wir haben Ernte... Haben wir einen Erntebonus? Ja, wir haben einen Erntebonus. 25%. Tiersichtung bekommen wir. Hof produziert. Okay, wir müssen dringend unseren Hof bekommen. Ich weiß gar nicht, das müssten Seen- oder Angelstellen vermutlich sein. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was jedes dieser Ausrufezeichen eigentlich ist. Aber wir gehen einfach mal in genau die entgegengesetzte... Wobei, wir können auch einmal hier hochgehen. Wir können auch einmal hier nach oben gehen. Und einfach sammeln. Und die anderen Gebiete gibt es ja auch noch. Wir haben jetzt hier dieses grasige Gebiet. Dann hatten wir diesen Herbstwald, oder wie er hieß. Fleckenwald. Fleckenwald hieß er, der so herbstlich aussah. Deswegen habe ich gerade an Herbstwald gedacht. Mit den kleinen süßen Bambexen. Über Meer. Da vorne ist was, das glitzert. Ist das etwa... Moment, das gucken wir uns auf jeden Fall genauer an. Dieser verwahrloste Schrein könnte eine Reinigung vertragen. Graslandschrein. Steine, Stöcke und Cediumblumen. Natürlich machen wir das. Achso, ja, annehmen, natürlich. Möchtest du den Schrein reinigen? Natürlich, den reinigen. Oh, das ist nicht so... Oh nein! Curio! Es hat Jahre gedauert, bis ich den Schrein genau richtig schmutzig hatte. Und dann kommst du daher und reinigst ihn einfach. Ja. Oh, in deinem Rucksack. Das reinste Chaos. Du bist wohl doch nicht so übel. Lass uns zusammenreisen. Yay, wir haben Curio gefunden. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich unseren Hof reinigen können von der Finsternis. Das wäre ja super. Yay. Habe ich hier... Hier habe ich tatsächlich Dinge noch nicht kaputt gemacht. Moment, ich mache die mal eben schnell auf diese Fässchen hier. Rotbeerensamen, die brauchen wir für eine Quest. Ich fürchte mehr, als hier gerade rumliegen. Okay.
Steine können wir trotzdem einsammeln. Kann ich nicht? Kann ich nicht einsammeln? Schade. Ah, aber hier ist noch... Hier ist noch was im Stein drin. Ich sehe schon, wir kriegen schön viel Kupfererz. Oder beziehungsweise Bleierz ist es, glaube ich. Laufen wir mal weiter. Ich brauche unbedingt auch noch eine Sichel. Und da ist nochmal. So. Denn egal in welchem Spiel, ich sammle liebend gerne. Hier drüben müsste wieder Ton sein. Jawohl, Ton. Und jetzt müssen wir diesen Hof finden. Wo war der denn? Mein Gedächtnis ist, was das angeht, leider nicht immer das Beste. Aber es könnte das da vorne gewesen sein schon. Da sehen wir ja schon diesen Blob aus Dunkelheit. Und da der ganz in der Nähe... Moment, was? Ach ja, das ist ein... Genau, ein Geroffel. Ist das denn hier schon unser Hof, sag mal? Ist das hier der Hof? Nein, aber da ist eine Kiste drin. Ich probiere das mal eben. Du musst die gefundenen Geister einsetzen, um die Düsternis zu entfernen. Zwei von zwei Geistern. Ich nehme das mal einfach an und hoffe, dass ich jetzt nicht den größten Fehler schlechthin begehe. Aber die dürften ja eigentlich nicht verschwinden. Leuchte müsste uns eigentlich erhalten bleiben, oder? Und da ist eine neue Kiste. Ein Goal-Samen. Ein Sinosa-Samen. Und ich höre hier ein Kätzchen. Wo ist hier ein Kätzchen? Wo ist das Kätzchen? Da ist ein Kätzchen! Yay, wir haben ein Kätzchen gefunden. Und natürlich nehmen wir jetzt den Hammer und machen die Kisten hier voll kaputt, die hier rumstehen. So. Und da wird es wieder hell in unserem wunderschönen Gemäher. So gefällt mir das. Jetzt müssten wir durch einen langen Tunnel gehen und dann soll... Oh, was war da? Ach ja, ich kann hier Dinge einpflanzen. Erstmal pflanzen wir aber die ganz normalen Bäume ein. Kann ich nochmal ein? Jetzt habe ich keine Baumsamen mehr. Da müsste ich wieder welche ertauschen. Oder aber sammeln, indem wir Holz hacken. Aber da fallen leider nicht ganz so oft Samen ab. Ich habe hier eine Quest, die ich abschließen kann. Heißt das etwa... Nö, hier ist doch gar niemand. Oder möchte mir irgendjemand sagen, wo ich hin muss? Es hieß, wir müssen durch einen Tunnel durch. Und jenseits des Tunnels würden wir dann diesen Hof finden. Die Frage ist jetzt natürlich, wo genau das ist. Ich hoffe sehr, dass es irgendwann eigene Zielmarkierungen geben wird, denn das würde mir jetzt gerade schon sehr, sehr weiterhelfen. Wofür ist denn das Ausrufezeichen? Ah, da steht jemand. Hallo. Ah, schlau wie McListig. Hallo. Dich hat es hier an Land gespült, was? Kein Wunder, du siehst wie ein Schwächling aus. Es ist wichtig, gesund und stark zu sein. Um den ganzen Tag Futter zu schneiden, brauchst du starke Muskeln wie ich. Nimm die Sichel. Und zeig mir, was du kannst. Schneide das hohe Gras und bring mir 10-mal Futter. Trage diese Details in dein Tagebuch ein, damit du nichts vergisst. Yay, wir haben eine Sichel bekommen. Das wäre ja... Habe ich die jetzt wirklich einfach so bekommen? Yay, ja, scheinbar schon. Wir können hier Futter schneiden. Ich glaube, da haben wir doch auch schon genug. Ja, ich schneide mal ein bisschen mehr. Weil ich hoffe, dass wir damit die kleinen Groffelchens vielleicht auf unsere Seite ziehen können. Ich würde aber auch ganz gerne, wenn ich ehrlich bin, da ist der Hammer, die Sachen hier aufmachen. Gucken, was wir bekommen. Wir haben irgendetwas gefunden, dann ist es nix. So, da ist die Sichel. Gras schneiden. Geheimnisvoller Samen gefunden. So, ein Büschel gibt ein Futter und wir haben jetzt mehr, mindestens ein Futter und wir haben jetzt mehr als genug gefunden. Gucken wir doch mal. Das hohe Gras hatte keine Chance. Du bist weniger schwächlich als gedacht. Wie gesagt, mächtige Muskeln sind wichtig, aber einen mächtigen Verstand brauchst du auch. So wie ich. So kannst du andere dazu bringen, Futter für dich zu schneiden. Danke. Oh, toll. Schlaue McListig, du trägst deinen Namen schon zurecht, hä? Okay. Als nächstes müssten wir allerdings nur noch den Hof reparieren. Das heißt, ich müsste jetzt tatsächlich den Hof mal suchen. Und natürlich auf dem Weg jedes Fass kaputt machen, denn ich hoffe immer sehr, dass wir neue Haarfarben-Sachen finden. Ich hätte so gern... Oder aber... Oh, ich freue mich schon so drauf, wenn wir unsere Figur... Da drüben ist auch was.
Machen wir mal die Probe aufs Exempel, ob wir jetzt tatsächlich unsere Feen noch haben oder ob die sich ausruhen müssen, ob wir irgendwas machen müssen, um ihre Kraft wiederherzustellen oder ob es einfach nur reines Suchen und Sammeln ist von unseren Feechen. Yay, wieder eine Blume. Düsternis beseitigen. Du musst die gefundenen Geister einsetzen, um die Düsternis zu entfernen. 2 von 3 Geistern. Nee, ich bräuchte also noch einen Geist mehr. Da drüben ist wieder das Fischding. Und ich schaue eben nochmal auf die Karte, wo eigentlich unser Hof eventuell sein könnte. Wo könnte unser Hof sein? Repariere den Hof? Was ist... Aber warum sagt es mir denn, dass ich hier hin muss die ganze Zeit? Ich war doch schon am Dorf und da ist nichts mehr. Das war diese Fischerhütte. Ich mach mal eben schnell, dass ich rauszoome. Viel haben wir doch nicht entdeckt. Viel haben wir echt noch nicht entdeckt. Und es sagt mir... Ah, wenn ich so drüber gehe. Stein der Weisen. Repariere den Hof. Wir müssen also hier runter. Ich hoffe mal, dass ich das Ding jetzt noch finde. Das war in die Richtung... Moment, war das jetzt in die Richtung hier? Ich und mein... Ja, fast. Fast. Gehen wir mal in diese Richtung hier. Dann laufen wir eben mal am Strand vorbei. Yay! Und unserem Schirm. Ich finde das total süß. Ich finde es auch wahnsinnig gut, dass man hier nicht sterben kann. Also für mich würde das überhaupt nicht ins Spielkonzept passen, dass man hier sterben könnte. Das ist einfach so ein süßes, liebenswertes Spiel. Und ich finde es immer wunderschön, wenn es Spiele gibt, bei denen man einfach tatsächlich nicht stirbt. Du kannst machen, was du magst. Du kannst tun, was tun und lassen, wie es dir lieb ist. Ich hätte so gerne so weiße Haare. Oder fliederfarbene. So, mein Stock. Irgendwo da hinten müssen ja auch noch die Seemänner finden. Aber erstmal wird die Düsternis vertrieben. Denn das ist das Letzte. Nein, jetzt haben wir da nicht genug Stöcke. Moment. Ich muss jetzt schnell einen Stock sammeln. So, Stock gesammelt. Jetzt können wir unseren Hof reparieren. Da ist Captain Palin. Aber vorher sollten wir natürlich noch unsere Seemänner und alle finden. Da oben ist der Stein der Weisen, was auch immer ich da anstellen kann an dem Ding. Vielleicht komme ich ja gerade mal passenderweise vorbei. Das wäre ganz gut. Da hinten. Da ist was. Ist das vielleicht unser Hof? Ich bin mir nicht sicher. Moment, Stein. Man kann nie zu viele Steine, Holz, Blumen und alles andere haben. Ich muss einen kleinen Umweg laufen, wie es aussieht. Und dann gucken wir einfach, dass wir am nächsten Tag unseren Hof reparieren. Was ist denn das da oben? Da sehe ich Dinge, die ich, glaube ich, zerbrechen kann, oder? Jawohl, da sehe ich ganz viele Dinge. Okay. Das ist nicht so spannend gewesen. Wir sammeln wieder Pilze. Die mögen die Sprigpicks, diese Blumenschweine. Auf Englisch heißen sie Sprigpicks. Und hier konnten wir irgendwas untersuchen. Oder mit etwas interagieren. Moment. Nochmal. So, hier. Das sind die Überreste eines Tagebuchs. Die Düsternis ist einfach zu dick. Wir mussten den Hof schließen. Wir ziehen uns zwar zurück, hoffen aber, ihn eines Tages wieder aufzumachen. Oh. Wir müssen unbedingt die Düsternis loswerden, ganz ehrlich. Ich schaue eben nochmal auf die Karte. Hier drüben, das müsste unser Hof sein. Genau. Repariere den Hof. Da hinten ist er. Das muss unser Hof sein. Ich bin jetzt zwar nicht wirklich durch einen Tunnel gelaufen, aber vermutlich gibt es noch einen anderen Weg, den ich jetzt einfach mal ganz dezent ignoriert habe. Hallo, ihr Groffels. Ich muss da mal durch. Entschuldigung. Dankeschön. So. Du musst die gefundenen Geister einsetzen, um die Düsternis zu entfernen. Ja, Curio und Leuchti, tut euer Werk. Lasst uns unseren Hof reparieren. Yay! Wir haben einen Hof. Oh, ist das schön. Aber irgendwie kann ich noch nichts damit machen, oder? Ah, da vorne steht jemand. Okay. Hey! Hallo, Buschel! Ha. Oh, hallo du! Ich bin Buschel. Minnie hat mich zurückgeschickt, um dir zu helfen. Er hat mich geschickt, um dir... Wie komme ich jetzt gerade auf zurück? Minnie hat mich geschickt, um dir zu helfen. Ich bin spitze im Reparieren und weiß auch einiges über die Landwirtschaft. Nachdem du die Düsternis beseitigt hast, sollten wir den Hof auf Vordermann bringen.
Yay, wir haben unseren Hof von der Düsternis befreit. Jetzt müssten wir eigentlich, glaube ich... Oh, da leuchtet es an unserem Hof. Südfels, oh, die Hofbewertung ist nicht allzu gut. Mal gucken, was Buschel uns noch zu sagen hat. Ah. Gratuliere, du hast jetzt deinen eigenen Bauernhof. Damit kannst du eine Menge machen. Hier hast du einige Gegenstände für den Hof. Platziere als erstes ein Tiergehege, Klammer groß. Benutze das große Bauernhofbuch auf deinem Hof und platziere das Tiergehege, wo du willst. Okay. Aber warte, da ist... Was ist denn das? Was ist das? Eine Inventartruhe. Ah, hier kann ich Sachen lagern, die ich gerade nicht unbedingt brauche. Und was ist das? Das ist dieses Buch, oder? Gartenbeet. Ah, okay, verstehe. Was kann ich denn hier machen eigentlich genau? Ich kann hier über Felder laufen. Dann kann ich etwas bauen. Wo möchte ich denn mein Tiergehege haben? Ich glaube, das wäre doch hier vorne ganz schön, oder? Was passiert denn, wenn ich hier auf Bauen gehe? Ein Wassertrog, Gartenbeet, Futtertrog, Hain, Tier... Nee, warte. Das große Tiergehege sollte ich platzieren. Ich würde es, glaube ich, gerne so platzieren. Und zwar direkt hier. Jawohl, das kann man so lassen, glaube ich. Gut, wir gehen erstmal zurück. Nein. Weiterspielen, bitte. So, ich habe einen Futtertrog entdeckt. Aber bevor ich da jetzt hingehe, möchte ich gerne gucken, was da hinten leuchtet. Ob das wohl schon die dritte Fee sein könnte? Ich glaube es zwar nicht, aber... Oh, doch! Grummel! Hey du, ich hatte es hier total gemütlich. Und dann kommst du daher und ruinierst alles. Komm, was soll ich noch in diesem Schweinestall? Lass uns gehen, Mädel. Yay, wir haben drei Feen. Damit können wir diesen anderen Spot, den wir gefunden haben, auch schon befreien. Yay, yay, yay. Aber erst kümmern wir uns natürlich um unseren Hof. Ah. Gut gemacht. Wo du nun ein Tiergehege hast, kannst du große Tiere adoptieren. Mhm. Komm zu mir zurück, wenn du bereit bist, und ich zeige dir, wie das geht. Yay! Wir haben einen Bauernhof. Perfekt. Und natürlich fragen wir gleich, wie das geht. Ja. Groffels sind die Besten. Das sind diese großen braunen Tiere, die auf den Feldern in der Nähe grasen. Sie sind nicht nur groß und flauschig, wenn wir sie zähmen, geben sie uns auch Groffelmilch. Du kannst Tiere zähmen, indem du sie mit ihrem Lieblingsfutter fütterst. Füttere ein Groffel mit Zeliumsamen und es wird dir eine Zeit lang folgen. Hier, ich zeige dir, wie man Zeliumsamen herstellt. Jetzt geh und hol uns ein großes, flauschiges Groffel. Neues Rezept Zeliumsamen, da gucken wir doch direkt mal, oder? Ah, ich immer in die falschen Tasten. So. Das, wo ist denn das? Zeliumsamen. Reisende? Moment, wir haben doch... Ach, da oben sind sie. Zeliumsamen, dafür brauchen wir Steine und Zeliumblumen. Gut, dass wir von allem mehr als genug haben. Dann mache ich doch mal direkt ein paar Samen. 4, 5. Das sollte erstmal reichen. Und jetzt hole ich uns mal ein Groffelchen. Aber auch eine Liane und neue Heliumblumen sammle ich uns ein. So, da drüben. Das Groffel gefällt mir. Hallo. Na du? Ja, ich möchte es. Natürlich möchte ich es füttern. Oh, hallo kleines Groffelchen. Komm mit mir, komm. Komm. Ja, komm. Muss es vermutlich in den Stall... Ah, da ist es. Groffel adoptieren? Natürlich! Oh, ich habe ein Groffel. Wow, das ist mal ein flauschiges Groffel. Oh. Jetzt können wir Groffelmilch produzieren. Also schau immer mal wieder vorbei und hol unsere Produkte ab. Ich kümmere mich um die Tiere, die du adoptierst. Aber du sollst die Tiere auch mit Futter und Wasser versorgen, damit sie glücklich sind. Denk daran, wenn du deinen Hof weiter ausbauen willst, brauchst du einen Schreiner. Yay! Na, mein kleines Groffel. Oh, du süßes Du. Ich pflege es mal eben. Oh, es ist happy. Es ist so süß. Okay. Steht da denn was dran? Tiergehege groß. Das entfernen wir natürlich nicht. Groffel, großes und sanftmütiges Herdentier im Grasland, überraschend weiches und flauschiges Fell, liefert Groffelmilch.
bietet einem großen Tier komfortablen Platz, das Tier wird hier sehr glücklich sein. Das ist doch schön. Wir können aber auch noch andere Sachen bauen und das würde ich jetzt eigentlich fast gerne machen. Ich würde gerne noch das kleine Tiergehege aufstellen, auch wenn ich noch nicht weiß, wofür wir das eigentlich gleich brauchen könnten. Gucken wir doch mal, da haben wir noch ein Tiergehege in klein. Schauen wir doch mal, das müsste so rumstehen, genau. Das stellen wir ihm hier mal direkt neben unser Groffelgehege. Na, da geht's nicht hin, aber hier können wir es hinstellen. So, da ist das kleine Tiergehege. Und außerdem würde ich ganz gerne noch einen Futtertrog und einen Wassertrog aufstellen. Ich glaube, das macht sich doch hier ganz gut, oder? Hier dazwischen den Futtertrog aufbauen. Und den Wassertrog vielleicht auch noch. Den platzieren wir einfach mal hier an der Seite. Ich glaube, da kann ich ihn nicht mehr, oder? Nee, da geht nicht mehr. Stellen wir einfach mal hier auf. So, was habe ich denn noch? Gartenbeet, Hain. Oh, die kosten ja alle ganz, ganz viel. Ich glaube, dann lassen wir es erstmal. Ich weiß nämlich gar nicht. Aber immerhin haben wir jetzt schon eine etwas bessere Hofbewertung. Das ist sehr schön. Gehen wir mal zurück. Nee, weiterspielen immer noch. So, kann ich mit denen irgendwas machen? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann mir unseren Hof ein ganz kleines bisschen genauer angucken. Da vorne ist eine Kiste, die gucken wir auch noch schnell rein. Ah, Rucksack und Lager. Ich würde mal sagen, dann kann ich irgendwelche Sachen hier vielleicht draufklicken und sie landen im Lager. Das ist sehr gut. Dann packe ich doch mal einfach die Fische und unsere alten Klamotten da ins Lager. Würde ich sagen. Und das Shampoo auch. Das möchte ich nämlich nicht aus Versehen benutzen. Wassertrog, Hain, diese Sache. Ach, die kann ich tauschen. Die habe ich einfach so bekommen. Das ist toll. Gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Ja, ich möchte bitte alle Dipfische einlagern, wenn es geht. Auch diesen Fisch. Habe ich hier noch irgendwas, was ich... Ich weiß halt nicht genau, was wir noch brauchen können und was nicht. Deswegen lassen wir das erst einmal. So. Und da ist hoffentlich unser Hof, den wir irgendwann vielleicht ja sogar betreten können. Das wäre ganz, ganz toll. Vorerst bin ich schon mal ganz glücklich damit, dass wir hier tatsächlich unseren Hof gebaut haben. Yay! Wir haben einen Hof. Und ist er nicht ein hübscher Hof? Allerdings, ich wollte gerade gucken, aber ich glaube, die Tastenbelegung, das werde ich mir noch ewig nicht merken können. Was fehlt denn noch? In Fairmont, wir müssen nochmal mit Meister Low sprechen. Das machen wir jetzt dann natürlich noch, aber erst das nächste Mal. Für heute bedanke ich mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid, hier auf Gemäher. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es so war, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Dann sprechen wir mit Meister Low und gucken einfach mal, dass wir vielleicht noch ein kleines Tierchen adoptieren können. Ich weiß nicht, vielleicht können wir hier ein Bambex reinstellen oder so ein Schweinchen. Probieren wir es einfach irgendwann aus. Oder wir adoptieren noch einen Groffel irgendwann. Ist das da hinten eigentlich ein kleines Groffel? Ist das ein Groffelkälbchen? Groffelkeil. Guckt mal, das ist ein ganz kleines Groffel. Ist das süß? Hallo. Oh, sind die nicht süß? Okay, ich bedanke mich also dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Genauso flauschig wie das Groffelfell. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.